Hallo und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Vatertag und Vatertag wird gegrillt. Ist Gesetz. Muss so sein. Ich habe heute Morgen schon einen Nudelsalat fertig gemacht. Das Rezept seht ihr dann wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch. Und heute will ich flach grillen. Das heißt, es gibt Bratwürstchen, eher uninteressant, und es gibt Hähnchenbrustfilets, und die möchte ich in zwei verschiedenen oder mit zwei verschiedenen Marinaden machen. Und welche ich dazu nehme oder wie ich sie anrühre und was ich dann nachher mitmache, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß beim Video. Was brauchen wir? Natürlich Hähnchenbrustfilets. Ich habe hier so kleine. Die habe ich auch mittlerweile schon gewaschen und die sind so weit, dass ich sie nachher trocken tupfen kann. Für unsere Marinade brauchen wir eigentlich gar nicht ganz viel. Ein bisschen flüssiges Gold, also Öl. Und dann habe ich mir gedacht, einmal hier diesen Barbecue Rub von Kania, dieses Mediterranean Roast. Und dann einmal einen Barbecue Rub auch von Kania, und zwar Piri Piri. Das ist ein bisschen schärfer. Da. Ja, das wäre es soweit an Zutaten. Ich baue euch jetzt mit der Kamera um, beziehungsweise mache die zweite Kamera fertig, dass ihr mir da so ein bisschen über die Schulter gucken könnt. Ich würde sagen, bis gleich. Ja, als allererstes machen wir uns mal dieses Piri Piri fertig. Und dazu nehmen wir uns ein bisschen einen guten Schluck flüssiges Gold. Und dann kommt das Zeug einfach großzügig da rein. Und dann wird das vermischt. Das wäre eigentlich schon die ganze Herrlichkeit. Können wir da schon ein bisschen mehr nehmen. Ich habe ziemlich viel Öl. So dass wir dann nachher eine richtig schöne so eine Paste haben quasi schon. Dasselbe machen wir dann mit dem Mediterranean Rub. Das Piri Piri machen wir wieder zu. Und da kommt hier wieder ein Schluck Öl. Und von diesem Zeug. Ein bisschen was, und nehmen wir einen anderen Pinsel. Wir haben es ja. Ihr seht es tatsächlich hier an der Farbe. Hier in diesem Mediterranean Rub ist kaum Paprika drin oder gar kein Paprika. Dafür Knoblauch und Kräuter und Zwiebeln und was ist da noch drin? Meersalz, Zucker, ein bisschen Rosmarin, Knoblauchflocken, Salbei, schwarzer Pfeffer, Petersilie, Zitronensaft, Pulver, Lorbeerblätter, schwarze Oliven getrocknete und eingelegte und Weinessig. Wahrscheinlich alles hier so eben halt getrocknet. So, das wären jetzt unsere beiden Rubs. Die lege ich jetzt mal auf die Seite, und dann kümmern wir uns um die Hähnchenbrustfilets, denn ich möchte die jetzt nicht einfach auf den Rost legen, sondern ich möchte da so Spieße von machen. Und deshalb müssen wir jetzt erstmal hier gucken, hingehen. Wir nehmen die
Hähnchenfilets und schneiden die einfach mal so in der Länge durch, so dass wir dann eben halt solche Streifen haben. Und die können wir dann sofort dahin verteilen, wo wir sie hin haben wollen. Also das ist eine ganz simple Sache. Der ganze Rotz, der kommt hier rüber. Und dann wird das Ganze einfach schön auf den Dingern verteilt. Das hier mache ich jetzt mal mit dem Löffel. So. Nicht mehr. So, jetzt kneten wir das Ganze erstmal so ein paar Minuten durch. Vorsichtig, dass wir die Marinade richtig schön da einmassieren. So. Das können wir so 15 Minuten machen. Dann sind die schön einmassiert und eingeknetet. Und dann danach stecken wir sie dann auf die Spieße. Da hole ich euch dann wieder dabei. Ich mache jetzt diese hier erst fertig und dann mache ich die anderen Hähnchenbrustfilets auch noch soweit. Und dann wird gespießt. So, nachdem wir das Ganze ein paar Minuten durchgeknetet haben, fangen wir mal an zu spießen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze so ein bisschen wie so eine ein bisschen so praktisch ähnlich wie eine Grillfackel auf den Spieß bekommen. So, das. Mal gucken, wie viel wir davon, wie viele Spieße wir machen. Was haben wir denn hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, da müssen wir zwei auf ein so ein Ding machen. Weil sonst habe ich nämlich nicht genug Spieße. Die Spieße wären jetzt soweit. Die legen wir jetzt einfach mal hier rein. Und dann machen wir den nächsten. Wir haben jetzt drei Spieße mit dem Piripiri. Und die können jetzt gleich erstmal in den Kühlschrank noch ein bisschen ziehen. Und dann, jetzt mache ich die anderen Hähnchenfilets fertig. Das heißt marinieren und auf und durchkneten und spießen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn sie auf den Grill gehen. Bis später. So, unser Grill ist jetzt auf Temperatur. Jetzt haue ich mal diese Grillspieße erstmal kurz direkt auf den Rost. Drehe die Temperatur etwas runter. Wir haben sie ganz kurz angegrillt. Und dann ziehen sie hier oben im indirekten Bereich nach.
Hier ist eine Höllenhitze drin. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe zurzeit alle 6 Brenner am Laufen, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal 3 von den 6 aus. Und jetzt kommt das Ganze erstmal zugemacht. Und wir warten indirekt, bis sie gar sind. Ja, unsere Spieße sind fertig. Ich hole mal einen runter. Ja, so sieht unser Essen aus. Also das sind jetzt hier diese Hähnchenspieße bzw. die Filetspieße. Die Filetspieße mit dem Piri-Piri-Gewürz. Die sollen ja etwas schärfer sein, habe ich mir sagen lassen. Aber ja. Da ist definitiv scharf. Kann man nicht anders sagen. Ja, das Piri-Piri-Gewürz ist definitiv scharf. Also ist nichts für Kinder. Ich möchte jetzt so ein bisschen von dem Nudelsalat nehmen. Der ist dagegen richtig mild. Obwohl er auch schon eine gewisse Schärfe hat. Ja. Ich schaue jetzt gleich mal, wie das mit den mediterranen Spießen ist. Und ja, für mich war es das heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abo nicht vergessen. Der eine oder andere nette Kommentar wäre auch ganz super. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.